ganz. Dann halte ich kurz an, wurde aus, warte 2 Minuten, mach wieder an. Ja, lang kommt es nicht. Dann aufhört es zu. Mal so, oder? Mich am Arsch. Stark. Wie reagiert oder nicht? Was denn? Der Kamera oder was? Ja. Ich weiß. Wenn's euch spritzt. Ja, der kommt locker raus. Toyota Hilux. Auf, oder? Geschleppt. Ein normaler Camper. Was drüben bei der Brücke unten? Was drüben bei der Brücke unten? Achso, okay. Ja, da habe ich damals in meiner Garage habe ich das Auto schmiergeräumt. Aber damals in der Schmiergraben war das Wasser gestanden, das Grundwasser. Aber mein Keller habe ich Gott sei Dank wasserdicht gebaut damals, mit der Wanne. Der hat dicht gehalten. Ich hätte wahrscheinlich schon Wasser im Keller gehabt. Und hast du Angst, wenn du jetzt am Bach wohnst, weil ich da meinetwegen im Ahrtal? Nein, geht eigentlich nur. Also seitdem ich 2013 überlebt habe ohne Schaden, habe ich eigentlich schon ein gutes Vertrauen. Ey. Aber wenn es dann nur wieder wird, mal irgendwann vielleicht mal, oder was? Ja. Bin ja gut versichert und so. Rückstauklappen habe ich nämlich, glaube ich, keine eingebaut. Aber ich habe Versicherung, die Rückstauklappen übernimmt den Schäden. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob es da wirklich zahlt. Wenn was war. Die Lichtschächte sind natürlich nicht mehr wasserdicht, aber wenn es einmal so hoch ist, dass die Lichtschächte, dann ist sowieso. Dann ist sowieso scheißegal.
der kommt da gar nicht raus. Jetzt kommt wieder Land Rover. Der Bahn im Weg, oh, da wird rumgeschleimt, jawohl. Ah, Kinderspiel. Jawohl. Wir haben Spaß. Vorher aufs Knäcke. Jetzt kommen noch einmal Giros. Oder? Benz. Ah, der hat Straßenbereifung. Jetzt mit Schwung, jawohl. Easy. Elefant, Indien. Fahrt er da durch? Nein, nein. Ach, schade. Ich dachte, der kämpft sich da jetzt durch. Was? Habt ihr das so nervös? Ich hab Hunger. Ich muss zum Essen holen. Mit Schwung. Ich bin der Radl, je nach. Ah, hat's geschafft. Eine Land Rover?
Feigling! Okay. Spült's nicht auch. Joppenkalt, das ist ein gescheiter. Ja, ich glaube, ich glaube gar nicht. Arschkalt, pfeift das so da drin. Jawohl. Wo ist das? Servus. Servus, grüß dich. Bist du mit weniger Luftdruck rausgefahren, oder was? Ja, muss, mit der Anhänger. Oh. Ja, hast du abgelassen? Problem ist der Anhänger. Ah, okay. Weil der drückt so drauf, ja. Wir sind hinten gar nicht, wir mussten über die Spur springen, vorne, wo es so tief war. Ja. Weil das Problem ist, dass ich hinten die leichte Steigung mit dem Anhänger bei dem Wetter nicht draufkomme. Ja, okay. Und jetzt wollte jetzt keine Gleitschutzketten aufziehen. Aber ansonsten. Da hast du sogar Ketten dabei, oder was? Ja. Cool. Anhänger drin. Ja, ja. Den haben wir nur dabei, wenn die Kinder dabei sind, jetzt ja, ja. Unterwegs sind, wenn die Anhänger dabei sind. Hast du dann der Druck abgelassen, ein paar oder so? Auf.
1,9. Von 2,9 runter? Nee, da, ja. Mit der Anhängerfahrstufe ein bisschen mehr, so 3,1. Ja. Das ist sehr viel, aber den braucht er tatsächlich. Ja, denken wir schon, 3,1 ist früh, ja. Ja. Also, wenn man länger steckt, war. Aber ja, das variiert immer ein bisschen, ehrlich gesagt, nach dem Laden vom Anhänger. Aha, okay. Filmst du den Meier, oder? Ja, ja. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht filmen, ich habe es eingeschaltet, weil ich herfahren wollte, das habe ich nicht angesprochen, einfach. Ganz sorry. Fest. Sorry. Aber ich halte den Boden ein bisschen, ich glaube, du bist nicht drauf. Ich weiß nicht. Ja, ja, du hättest ein paar Minuten eher kommen müssen, hättest du was zu lachen gehabt. Ja. Richtig Action hier. Was hast du? Richtig Action hier, ist geil. Ja, ja. Ich wohne gleich nebenan da drüben. Ja. Jedes Jahr Gaudi, wenn du da seid. Ja, wir haben. Weil letztes Jahr war es ein schönes Wetter, da war keine Schlammschlacht. Ja, das warst du letztes Jahr da? Nee. Achso, okay. Das ist das Äußerste überhaupt. Nasse Wiese. Ja, scheiße. Und dann vor allen Dingen, nasse Wiese geht noch, weißt du? Ja. Aber wenn dann die ganzen LKWs durch sind, dann wird es halt echt interessant. Ja, ja, das ist macht halt dann am meisten Spaß, oder? Oder wenn du rauskommst schon, ja, ja. Ansonsten bist du da Depp, ne? Ja. Ein paar Frontantriebler sind ja schon rausgekommen, hallo. Ja, ja, die sind aber halt früh gleich abgehauen. Ja, mit Schwung, ja, richtig. Aber halt früh gleich abgehauen. Ja. Ich weiß nicht, Spurenschatz. Ich bin auf dem Beifahrersitz. Ach, hier, Entschuldigung. Ja. Das ist ein tolles Modell. Was ist denn das? Das sagt mir gar nichts. Das ist Russe. Ein Russe, ah ja. Du was? Mhm. Ah. Läuft immer. Mhm. Aber es ist auch immer was kaputt. Läuft immer und immer was kaputt. Ja. Gut. Komfort, ja. Ist aber selten. Ja. Und, aber du hast halt immer was zu schrauben, ne? Ja. Immer. Du kriegst noch Teile für das Teil. Ja, wird immer noch gebaut. Immer noch gebaut? Immer 24, 25 haben sie auch schon bekannt gegeben. Wird weiter gebastelt, das Ding. Seit 58, dann gab es mal in den 60er Jahren, glaube ich, mit den 60er gab es ein Facelift, ein kleines. Ja, ja. Seitdem wird das Ding gebaut. Du, ja. Ich glaube, dass das. Hammer! Das wär, ich habe es noch nicht recherchiert. Ja. Aber ich glaube. Ich behaupte es einfach mal. Ich glaube, dass das eins der Autos, die am längsten durchgängig gebaut worden ist. Ja, der Wahnsinn, hey. Aber das müsste man echt mal gucken, weil ich wollte es nämlich mal gucken. Mhm. Aber da hat ein anderer Motor drin mittlerweile. Ah, okay. Mit, Der hat ja auch LED-Blinker, oder? Hast du eingebaut? Ja, ja. Das passt komplett auf LED. Ja, ich sehe es gerade. Die Zusatzscheinwerfer, alles LED. Ja. Tagfahrlicht hast du da? Tagfahrlicht, das ist. Ich verrecke. 70er als Auto oder so und dann so Sachen dort. Jetzt musst du bloß verzeihen, was die Libellen da machen. Die Libellen, Wasserwaage, oder? Finde ich blöd. Ja, ja, fürs Ausrichten vom Fahrzeug. Wenn wir abends unterwegs sind, ah. In der Nacht, und wir sind uns mit dem Untergrund nicht ganz sicher, ja, ja, ja. Geht meine Lebensgefährtin vorweg, und dann zieht die ja die Steine und alles, weißt du? Damit in der Küche nichts davor läuft, oder? Mit nee. Der Küche gerade steht, oder? Dass wir schlafen können. Ja, dass der Innenraum halt gerade ist. Ja, ja, stark. Weißt du? Ja, du musst damit ausrichten. Aber. Ist ja cool. Das haut weitestgehend hin, aber nach vorne ist es nicht ganz 100%. Okay. Hast du innen auch noch mal sowas, oder? Innen? Ja, ja. Ja, vorne im Cockpit drinnen. Schon, oder? Ja, vorne drin. Ja, ja. Aber eine richtige. Mhm. Aber ganz ehrlich, Spielerei. Spielerei, oder? Das hier ist schon wichtig, weil das sieht man, man merkt das tatsächlich nicht immer. Mhm. Weißt du? Wenn wir abends schlafen, wir haben so einen Partnerschlafsack, da ist innen drinnen, ja, ist ja. Du merkst es, wenn er ein bisschen schief ist, merkst du es schlafen, oder? Langsam rüberrutscht. Ja, ja, ja. Ja. Starke Sache. Mats Gaudi. Hm? Fahrst du mit dem auch richtig in Urlaub oder fahrst du es auf so Treffen? Nee, nee. Bist du richtig aktiv, oder? Ja, ja, klar. Ja, Marischstein. Das geht schwer. Wir fahren meistens alleine weg ins Ausland. Mhm. Wir haben jetzt 2 Jahre. Das Problem ist, wir sind halt noch Arbeit. Wir gehen noch arbeiten. Ja, ja, klar. Sind jetzt 10 Länder gewesen, aber alles in der EU. Respekt. Und immer nur so, wie es gerade geht. Ja, ja. Es ist so, dass wir jetzt die richtigen Weltenbummler sind, wie andere. Ja. Das wäre ein Traum, aber. Ja. Aber Kinder wegen Schulferien habt ihr, genau, nicht, oder? 7 und 5 Jahre alt. Oh, okay. Und beide, sie ist jetzt eingeschult. Ja, ja, klar, jetzt geht's los. Und dann ist der Abschluss vorbei. Mhm, verstehe schon. Ja. Und wenn du jetzt keine Schulpflicht hättest, dann könntest du halt vielleicht von unterwegs. Ja, wie Frankreich, glaube ich. Ne? Frankreich hat nicht ich so. Sogar Österreich könnte das sogar machen, aber ich weiß nicht. Ah, okay. Nicht.
Das wäre schon cool, ja. Ja. Aber es ist halt so. Man kann nicht alles haben. Ja. Sicher. Weil du stehst sowieso nicht davon. Also wenn ich nur sagen würde, die ersten Klassen. Ja, meiner kommt jetzt der dritte kommen wir jetzt meiner, 8 Jahre. Kannst du zu Hause auch, oder? Hä? Könntest du zu Hause auch ausbilden, oder? Ja, zwei Jahre. Ja, mehr oder weniger, ja. Wenn du auf Reise bist und jeden Tag Zeit hast? Ja, ja. Entschleunigt halt, ne? Ja. Extrem normal. Hast du auch Freilaufnabe, ne? Ja. Doch, ja. Gut, dass du fährst. Musst du wieder freischalten, ne, auf der Straße. Ja. Gescheiter ist. Ja. Weniger Sprit und so. Sprit sparen, ja. Fahren meistens auf LPG, weißt du? Mhm. Da ist es. Da sind nur Tanken meistens in Tschechien für 60 Cent. Ist da noch so billig, ey? LPG, ja. Scheiße. Und dann fahren wir meistens, wenn wir irgendwie aus Süden runter wollen, das ist nicht Kroatien oder so, ja. Sind wir meistens dann mal von Ländern zu fahren, bis nur weniger oder so, zu billig aus. Weil man sagen muss, Tschechien ist schon mit Abstand billigste. Ja, 60, 67 Cent. So. Wenn du mal Glück hast, dann auch mal 60, glaube ich. Was? Ja, die verkaufen uns unser Gas billiger, als wir selber zu verkaufen. Ist auch kein Billigkompressor von AliExpress, oder? Nehmen von Mustafa Express. Ist das was Bestes? Das war Spaß. Das ist ja alles von Genesis. Also schon was Gescheites, oder? Also der Importeur heißt Genesis und der hat ziemlich das von T-Max selber. Das mit 160 Litern und dann eine Minute oder irgend sowas. Ah, okay. Keine Ahnung, oder? 160 Liter die Minute, genau. Oh, krass. Da gibt es auch noch einen kleineren. Ja. Aber du siehst, wenn du jetzt noch einen Anhänger dabei hast, weißt du, dann pumpst du ewig. Ja, wenn ja. Der 100, der Atlantik hat 120, da könnte man jetzt sagen, das geht noch. Ja. Aber wir nutzen es auch für Stand-Up-Board und so. Zum was, was ist das? Was? Stand-Up? Was? Das Stand-Up-Board. Ach so, ja, 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 ja. So fertig. Ah ja, cool. Zum Ausblasen mit der Druckluftpistole etc. Ja, da sparst du halt wahrscheinlich ein paar Kilogramm. Ja. Manchmal sind die im Angebot, wir haben im Angebot gekauft, da ging es einigermaßen. Das momentan ist echt zu verzeichnen, dass alles immer teurer wird. Ja, krass, ne? Meine Wohngebäudeversicherung nochmal 30% hoch. Das ist so krass, oder? Ja, und hier sind einige dabei, die verkaufen auch das Auto. Echt? Kein Bock mehr, oder was? Umorientieren oder so, keine Ahnung, vergrößern, verkleinern, aber das sind ja Spitzenpreise, die da aufgerufen werden, ne? Okay. Also LKW, ich weiß nicht, wenn ich da teilweise bei Kleinanzeigen reinschaue, wenn die dir da irgendwelche Feedback-Fahrzeuge, die kennst du Feedback, oder? Findest nee, das? Nee, ich bin nicht, also ich kenn mich in dem Genre eigentlich nicht aus, nee, ich wohne hier nur, aber... Feedback ist hier diese, wo sie die Beamtenfahrzeuge verkloppen. Aha, okay. Na, auf dem Beifahrersitz. Also da kannst du vom THW und so die Fahrzeuge kaufen. Ja. Und... Du meinst technische Hilfswerke oder was? Nee, ja auch. THW, also? Nee, Feedback heißt die. Ach so. Elena, das ist vom Beifahrersitz. Feedback, die veräußern sozusagen, muss mal gucken, was das heißt. Ja. Die veräußern die ganzen Behördenfahrzeuge. Ah, ja, ja, ja. Mittlerweile auch nicht mehr an Privatpersonen. Ach so. Und da hast du früher, konntest du dir, was weiß ich, so ein Grundhaus. Günstig was schießen, oder? Weit unter 10.000 halt. Oh. Und jetzt tun sie ja Spitzenpreise aufrufen, naja, die wollen alle Kohle haben, ne? Ja, ja, klar. Haben sie verdoppelt, oder? Preise? Ja, verdoppelt, reicht oder? Nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Unimog fast verdreifacht, so voll bei der Feedback. Und nein, das muss halt jeder wissen. Schau, jetzt zieht zum Beispiel der Unimog zieht den raus. Siehst du das? Ja, ich wollte eigentlich filmen. Ja, cool. Ja, dann mach das. Dann film den Unimog, wie der den rauszieht.
braucht man einen Akku.